Hallo alle miteinander. Ich bin die Isa und ich bin aktiv in der DHA Jugend. Und wir haben uns gemeinsam in der Jugend überlegt, was wir vielleicht für euch tun können, dass ihr euch noch weiter aktiv zu Hause bewegen könnt. Weil eventuell fällt ja die Physiotherapie gerade aus in diesen verrückten Zeiten oder andere Therapien. Und manchmal, man kennt ihn ja selber, den Schweinehund, den muss man einfach überwinden oder auch mal ein paar Ideen mit nach Hause bekommen, damit man diese auch umsetzen kann. Ich bin Physiotherapeutin und werde euch jetzt einfach mal ein paar Übungen zeigen, die ihr vielleicht zu Hause machen könnt. Ganz wichtig ist natürlich ganz am Anfang, jeder macht die Übung nur so, wie er kann, nimmt sich die Hilfsmittel, die er vielleicht auch dazu braucht und passt auf sich auf, dass nichts passiert. Das heißt, wenn ihr bei Übungen mit dem Gleichgewicht Schwierigkeiten habt, nehmt euch bitte einen Stuhl zur Seite oder vielleicht was Stabileres, die Küchenzeile, die ist schön fest da, die bewegt sich auch nicht. Oder der Tipp ist manchmal auch, nutzt die Ecke, eine Ecke vom Raum, da kann man super drin stehen, wenn man Gleichgewichtsschwierigkeiten hat und wir auch Übungen gleich nämlich machen, die ein bisschen schwieriger werden, dann könnt ihr diese in einer Raumecke machen, da ist man auch ganz gut gesichert. Oder nehmt euch noch einen Partner zur Hilfe, das ist natürlich auch gut, macht auch nochmal riesig Spaß. Wir werden 3 Videos machen heute. Ein Video für die Arme, eins für die Beine und noch ein Video mit Übungen auf dem Boden, was ich nämlich sehr, sehr wichtig finde, weil man den Teil auf keinen Fall vergessen darf. So, wir starten jetzt aber einfach erstmal mit den Übungen für die Beine. Ich würde anfangen, indem wir einfach mal auf der Stelle losmarschieren. Wir marschieren einfach mal und nehmen die Beine dabei ganz gut mit nach oben. Ihr könnt natürlich die Übungen immer viel, viel länger machen, als wir das jetzt hier machen. Ich gebe euch nur ein paar Tipps. Und ihr könnt Videos ja immer auf Stopp machen und dann die Übung vielleicht so lange machen, wie ihr vielleicht wollt. Und erstmal so. Die Beine mit nach oben und vielleicht mal abwechselnd ein Stück höher nehmen die Beine. Genau. Schaut, dass ihr genügend Platz habt. Draußen wäre natürlich noch schöner, aber es regnet gerade, deswegen muss ich auch gucken, wo wir hier zu Hause Platz finden. Genau. Oder auch nochmal die Fersen zum Popo. Das geht auch. Und natürlich geht das Ganze auch viel, viel langsamer. Wenn ihr das in einem anderen Tempo macht als ich, ist das völlig in Ordnung. Aber zum Warmwerden ist Laufen erstmal in Ordnung. Lauft mal nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Genau. Wenn ihr die Strecke größer machen könnt, ist das gut, aber mein kleiner Raum lässt es hier nicht zu. Einfach nach vorne laufen und nach hinten laufen. Oder alternativ, was aber auch schwieriger wird, sind Seitschritte über Kreuz. Da geht es immer ein Fuß vor, ein nach hinten, vor, hinten. Immer im Wechsel. Überkreuzen ist eine schöne Übung für die Kreuzkoordination. Oder auch Seitanstellschritte. Wenn ihr vielleicht mehr Platz habt, dann könnt ihr das richtig schön weit machen als kleine Übung. Schöne Schritte. Sehr gut. Prima. Und wie gesagt, ihr könnt die Übung euch ausweiten, aber ich gebe euch nur ein kurzes Video, weil die Speicherkapazität auch immer schwierig ist. Als nächste Übung würden wir gerne die Achten kreisen. Das heißt, wenn ihr Hilfe braucht, um auf einem Bein zu stehen, dann nehmt euch jetzt Hilfe dazu. Ihr stellt euch auf ein Bein. Das Bein ist nicht ganz durchgedrückt, sondern das Knie immer leicht angewinkelt. Und das Bein, was in der Luft ist, das dreht eine 8. Sozusagen vorne einen großen Bauch und hinten einen großen Bauch. Vorne und hinten. Vorne und hinten. Wenn man zwischendurch Pausen machen möchte, ist es in Ordnung. Ansonsten geht es auch dynamisch weiter. Es ist immer gut bei Gleichgewichtsübungen, sich irgendeinen Punkt zu suchen, der fix ist. Sucht euch irgendeinen Punkt, der sich nicht bewegt und versucht, den anzusteuern, um dann das Gleichgewicht zu halten. Ich gebe euch auch gar nicht vor, wie viel und wie oft ihr solche Sachen machen müsst, weil das ist so individuell, dass jeder das vielleicht auch von seiner Therapie oder auch wirklich von seinem Ermessen her es finden muss. Andere Seite natürlich auch. Auch wieder Standbein leicht angewinkelt
und dann schöne große 8. Man kann auch ein bisschen variieren. Ihr seid natürlich ganz kreativ, hoffe ich. Mal eine große 8, vielleicht mal eine kleinere. Da könnt ihr ganz kreativ sein. Genau, super. Übung Nummer 3 wäre schon ein bisschen anstrengender. Es geht darum, sich erst groß zu strecken und dann hier in die Knie zu gehen. Und wieder groß strecken und in die Knie gehen. Wer mag, da versuchen, einmal den Boden zu berühren. Hochstrecken und in die Knie gehen. Achtet mal darauf, das sieht man in der Seite gut. Hochstrecken und die Knie dürfen nicht über die Fußspitzen. Der Popo geht schön nach hinten. Und wer das nochmal ein bisschen schwieriger haben möchte, geht hier bis zum Boden und kann sich vielleicht auch nochmal hinhocken. Und wieder hoch und strecken. Genau. Das ist eine schöne Übung. Da gibt es richtig schöne Oberschenkel. Einfach bis zur Seite hoch. Prima. Danach haben wir eine kleine Koordinationsübung nochmal auf einem Bein. Ein Bein steht und das andere Bein tippt immer abwechselnd nach vorne, zur Seite und nach hinten. Entweder tippt ihr immer auf, es geht aber auch alles in der Luft. Zack. Und wer mag, darf auch, ich muss mich konzentrieren, habe ich schon Fehler gemacht, gerne dabei die Arme mitbewegen. Vielleicht immer parallel. Vor, Seite, hinten. Vor, Seite, hinten. Vor, Seite, hinten. Vorne, Seite und hinten. Andere Seite auch. Und vor, Seit und rück. Vor, Seit und rück. Und auch hier, ich mache das relativ zackig gerade alles, geht es natürlich auch, alles auch langsam. In eurem Tempo und mit der Sicherheit, die ihr habt. Oder auch nur mit einem Arm. Das ist das Schöne am Sport. Es gibt meistens kein Falsch, es gibt alles. Alles ist möglich, alles kann man machen. Super. Und eine letzte Übung für die Beine. Ihr stellt euch ungefähr hüftbreit hin und dann schön Oberkörper gerade, Schultern nach hinten, Bauch mit Anspann, geht es auf die Zehenspitzen hoch und wieder runter. Hoch und runter. Auch hier wiederholt ihr so oft, wie ihr könnt. Es ist immer gut, dass man was merkt. Also nicht nur zweimal und dann, ach ja, das reicht, sondern ruhig so ein bisschen, bis man was merkt in den Muskeln und dann nochmal zwei drauf. Und dann hat man eigentlich ein gutes Maß an der Bewegung. Bei dem das ein bisschen zu einfach ist, darf man natürlich auch mal versuchen, das auf einem Bein zu machen. Könnt ihr euch dabei auch gerne festhalten wieder. Ein Bein hoch und runter. Genau, super. Und eine Übung, die sollte man nicht vergessen. Vielleicht sieht man die von der Seite ein bisschen besser. Die Zehenspitzen nach oben ziehen, die Knie dabei leicht anwinkeln und im Wechsel immer hoch und runter. Und wichtig ist dabei, dass ich nicht nur ein Klatschen am Ende höre, weil der Fuß runterfällt, sondern ganz bewusst die Bewegung machen. Füße hochziehen und langsam wieder runterlassen. Geht im Wechsel oder auch mal, dann wird es mit dem Gleichgewicht schwieriger. Mit beiden Füßen hoch und Gleichgewicht halten. Man kann die Füße auch mal oben halten. Guck mal, da brauche selbst ich. Da brauche ich auch einen Halt. Wird sehr wackelig. Oben halten und loslassen. Oder im Wechsel. Zehenspitzen hoch, Fersen hoch. Zehenspitzen hoch, Fersen hoch. Zehenspitzen hoch, Fersen hoch. Super. Und wie gesagt, die Übung wiederholt ihr gerne so oft, wie ihr mögt. Ihr könnt ja Stopp machen bei den Videos und die Übung erstmal in Ruhe machen. Im nächsten Video machen wir dann die Arme und auch noch danach Übungen auf dem Boden.